Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich hatte eine Zeit lang überlegt, mit einer PowerPoint-Präsentation bei Ihnen aufzukommen, um dem Ganzen auch eine gewisse Anschaulichkeit zu verleihen. Aber je mehr ich mich in das Verhältnis Sicherheit und Risiko über den Einfluss der Kultur auf militärische Strategien hineingedacht habe, desto mehr kam ich zu dem Ergebnis, dass wenn ich anfange, dazu auch noch Bilder zu bringen, dass dann die Begriffe möglicherweise blasser werden und vor allen Dingen die Zeit dahin schwindet, weil wir doch in hohem Maße damit beschäftigt sein werden, Bilder zu betrachten. Und die haben ja auch ihren eigenen Reiz. Und wenn sie gut sind, dann verharrt der Blick länger dabei. Deswegen werden Sie heute einen ganz protestantischen Vortrag von mir hören. Also es gilt das Wort und die Bilder bleiben außen vor. Wenn man das Problem politisch-militärischer Strategien sich vor Augen führt in der gegenwärtigen Situation und das aufblendet auf die Frage Sicherheit und Risiko, dann steht, glaube ich, am Anfang immer die Formel von Peter Struck: Deutschland werde, und dann später hinzugefügt, auch am Hindukusch verteidigt. Der politische Appell dieser Aussage beruht auf der Annahme, dass Sicherheit ein so hoher Wert im Bewusstsein der Bevölkerung sei, dass man dafür die unterschiedlichen Kostenfaktoren des Afghanistan-Einsatzes in Kauf zu nehmen bereit sei. Die zunehmend hohen Risiken für Leib und Leben der dort eingesetzten Soldaten und Polizisten, aber auch die jährlich wachsenden finanziellen Belastungen. Die Gegenposition zu dieser Aussage von Struck ist eigentlich nicht, dass man fragt, welche Interessen existenzieller Art, von mir aus auch ökonomischer Art, denn eigentlich am Hindukusch verteidigt würden oder mit der politischen Stabilisierung Afghanistans für uns verbunden sei, sondern die eigentliche Gegenposition zu Strucks Aussage ist der Vorwurf, durch den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan entstehe ein beachtenswertes Risiko für die deutsche Zivilbevölkerung. Und denn durch den Einsatz sei Deutschland überhaupt erst ins Visier der Taliban bzw. von Al-Qaida gekommen. Und also müsse mit Selbstmordanschlägen, insbesondere auf die Verkehrsinfrastruktur, von Ballungsräumen gerechnet werden. Also die genau gegenteilige Aussage: Nicht die Sicherheit wird am Hindukusch erhöht, sondern durch die Präsenz der Streitkräfte am Hindukusch wachse eher das Risiko für die deutsche Bevölkerung. Tatsächlich sind solche Selbstmordattentate ja inzwischen in einer Reihe von Tapes aus dem Umfeld von Al-Qaida angekündigt worden, mehr nicht. Diese Videos, könnte man sagen, sind die direkte, wenn Sie so wollen, strategische Antwort auf Struck und seine Aussage und die damit legitimierte deutsche Afghanistan-Politik. Sie sagen nämlich, nicht mehr Sicherheit, sondern vielmehr ein größeres Risiko für die Zivilbevölkerung zwischen den Alpen, Nordsee und Ostsee, entstehe aus der Präsenz am Hindukusch. Die Risikoerhöhung bzw. die Anschlagsdrohung gilt dabei denen, die Deutschland zum Abzug aus Afghanistan bewegen wollen, als ein überaus probates Mittel der Einflussnahme. Das heißt, sie müssen im Prinzip gar nicht diese Anschläge durchführen, sondern zunächst einmal genügt es, dass man ein Video, ein Tape lanciert, das mit entsprechenden Symboliken ausgestattet ist und von den Analytikern des, sagen wir mal, Bundesnachrichtendienstes auch als der Al-Qaida zuzurechnen oder ihrem Umfeld zuzurechnen identifiziert wird. Dann wird es ausgestrahlt und dann ist eigentlich schon der Effekt erreicht. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel für Asymmetrie, nicht?
Also die Präsenz der deutschen Streitkräfte am Hindukusch mit ihren möglichen Effekten kostet beachtliche Summen, die in die Milliarden gehen. Wohingegen die Produktion eines solchen Tapes, die möglicherweise Risikowellen in der deutschen Bevölkerung auslösen können, sollen, naja, also sich im 100-Dollar-Bereich allerhöchstens bewegt. Nicht? Sodass also im Prinzip mit sehr einfachen Mitteln sehr nachhaltige Effekte erzielt werden können, während vermutlich mit sehr teuren und aufwendigen Mitteln unsererseits, naja, jedenfalls nicht besonders nachhaltige Effekte bislang in Afghanistan erzielt worden sind. Diese Tapes, um auf sie zurückzukommen, zielen ins Zentrum einer, wie ich das genannt habe, postheroischen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die sich nicht mehr über Begriffe wie Opfer und Ehre und derlei mehr, sondern eher über das Versprechen auf Wohlstand und Glück definiert. Solche Gesellschaften reagieren auf Videobotschaften des Typs Al-Qaida nicht, in der Regel nicht, mit einem finster entschlossenen jetzt erst recht, sondern eher mit ängstlicher Bedenklichkeit. Und diese ängstliche Bedenklichkeit, die unsere Gesellschaften kennzeichnet, ist dann natürlich wiederum eine Einladung. Könnt ihr ja mal versuchen. Wir reagieren auf Drohungen. Mit dem Begriff der postheroischen Gesellschaft ist freilich nicht ausgeschlossen, dass solche Gesellschaften Spezialisten mit gesteigertem heroischen Potenzial ausdifferenzieren und zu ihrem eigenen Schutz professionalisieren können. Aber die Drohung mit Terroranschlägen umgeht ja gerade diese Professionals der Sicherheit und zielt direkt auf die Zivilbevölkerung. Nicht? Also zwar ist es richtig, dass die tatsächlichen Anschläge von Al-Qaida oder Taliban den in Afghanistan befindlichen Streitkräften gegolten haben oder auch Polizisten. Aber die Tape-Drohungen richten sich nicht wesentlich an die Bundeswehr und sagen auch nicht, die Saarlandbrigade ist gewissermaßen das Ziel, sondern die sagen eher nach dem Vorbild von Madrid und London, irgendein öffentliches Nahverkehrsmittel ist das Ziel. Das ist auch ganz richtig aus der Logik dieser Akteure heraus, weil wenn man nur die Bundeswehr oder Polizeikasernen, also Bundespolizei oder sonst auch immer zu Angriffszielen erwählen würde, dann würde natürlich nicht die Mehrheit der Bevölkerung darauf reagieren, sondern würde sagen, dann mache ich einen großen Bogen um diese Orte, wo es möglicherweise knallen könnte und bewege mich in Sicherheit. Nein, es muss also gewissermaßen anders die Nachricht distribuiert werden. Das heißt, der Terrorismus hat als Strategie die Stelle der größten Verletzlichkeit postheroischer Gesellschaften ausgemacht. Und das ist unsere eigene labile psychische Infrastruktur. Die attackiert er in der Gestalt des Selbstmordattentäters, und zwar sowohl als realer Gestalt, indem der oder die sich in die Luft sprengt, oder auch als Symbol, nicht? Was wir ja so fürchten und was uns erschüttert, ist der Gedanke, dass einer um eines militärischen oder auch nicht militärischen Effekts willen mit Sicherheit in den Tod geht. Das ist etwas, was einer postheroischen Gesellschaft, die, wie Sie ja wissen, einen Großteil ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verlängerung des Lebens unter allen Umständen ausgibt, eigentlich erschütternd. Den können wir nicht verstehen. Und seit dem Auftauchen dieser Selbstmordattentäter, also spätestens seit dem 11. September, gibt es ja immer wieder solche Konjunkturen im Feuilleton, in dem alle möglichen, Ethnologen bis Psychologen bis wer auch immer, Theologen, zu Rate gezogen werden. Nun erklär uns doch mal, was in den Köpfen von solchen Leuten hervorgeht, weil wir nicht sagen können, na, das ist doch einer so wie ich, sondern wir sind allein durch die Symbolik bedroht, fühlen uns so. Sie sind also das exakte Gegenteil von uns. Sieht man,
genauer hin, um wen es sich bei diesen sogenannten Suicide Bombers handelt, so entdecken wir in ihnen heroische Todesvirtuosen, gegen die alle Mechanismen der Abschreckung, mit denen wir normalerweise glauben, Sicherheit generieren zu können, versagen. Das ist das Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen will. Wie beeinflussen, leiten, lenken, infizieren Kulturen im weitesten Sinne, politische, wirtschaftliche Kulturen, soziale, religiöse, politisches Denken und von hier abgeleitet militärische Strategie. Zunächst wird es dabei, um Ihnen einen Vortrag dessen, was ich in der nächsten Zeit vortragen will, um eine Vorstellung davon zu geben. Zunächst wird es um die klassische Form von Landesverteidigung gehen, um die Generierung von Sicherheit nach außen, dann um die Differenz zwischen Land und Meer und den mit dem jeweiligen Element, in denen sich politische Ordnung bewegt, verbundenen Sicherheitskulturen, anschließend um den unaufhaltsamen Prozess der Entterritorialisierung der politischen Ordnung und die damit verbundenen Chancen wie Risiken. Das ist, diese drei Schritte, eigentlich schon ein abendfüllendes Thema für sich. Also dieser Blick auf den Zusammenhang von Geografie bzw. Raumauffassung gesellschaftlicher Mentalität und politisch-militärischer Strategie, damit verbunden auch der Bedeutung der technologischen Innovation. Aber auf diese drei Schritte müssen heute, damit die Sache klar wird, um die es geht, noch zwei weitere folgen, nämlich die einer normativen Evaluation militärischer Strategien und ihrer Mittel. Also was dürfen wir und was können wir und was passt mit unserem Selbstverständnis zusammen? Selbstverständlich können wir. Wir können Guantanamo, nicht? Wir können Abu Ghraib, aber ganz offenbar sind das Formen des Umgangs, die desaströser sind als der Nutzen, den sie vielleicht beibringen könnten. Und vor allen Dingen passen sie nicht mit dem Selbstverständnis unserer Gesellschaften zusammen. Das ist also der vierte Schritt und schließlich ein abschließender Blick auf Afghanistan bzw. die Frage, wie der Westen dort erfolgreich sein kann oder doch zumindest, ich bin ja etwas bescheidener, ein deutliches und erkennbares Scheitern zu verhindern vermag. Das sind also die fünf Punkte und ich will das auch jeweils am Anfang sagen, damit Sie eine Vorstellung haben, wo ich im Gang der Argumentation mich gerade befinde. Erstens also, fangen wir damit an. Eine auf die Sicherung der eigenen Grenzen bedachte Landesverteidigung setzt buchstäblich an diesen Grenzen an. Dort errichtet sie Wälle, Limes oder Mauern, chinesische Mauern, Barrieren oder Festungssysteme, also der große französische Festungsbaumeister Vauban, der ja hier in dieser Gegend, von Berlin aus gesehen in dieser Gegend, sich betätigt hat, um auf diese Weise für jeden von außen andringenden Verteidiger die Grenze tendenziell undurchdringbar zu machen. Nicht so, wie das mit der chinesischen Mauer der Fall ist, dass man sozusagen direkt auf der Grenze auf eine Mauer stößt, die man nicht überschreiten kann, sondern indem ein Grenzraum mit einer gewissen Tiefe geschützt wird. Die Sicherheit wächst, indem man in solche Systeme investiert und das Risiko sinkt jedenfalls dann oder so lange, wie man sich mit dem territorialen Status quo begnügt und nicht den Versuch unternimmt, die Grenzen nach vorne selber zu verschieben und neues Territorium zu erobern. Dann verändert sich das, nicht? Aber wenn man das rein defensiv anlegt, kann man sagen, dass die Investitionen in solche Grenzbefestigungen unter bestimmten Bedingungen Sicherheit erhöht und das Risiko des Eindringens äußerer Mächte, die geneigt sind, uns ihren Willen aufzuzwingen, minimiert. Die Erweiterung des Territoriums dagegen, also der Angriffskrieg bzw. die militärische Besetzung fremden Gebiets, erhöhen das Risiko, nämlich das Risiko, dass feindliche Mächte auf das eigene Gebiet vordringen.
Man begleicht die Chance der Gebietserweiterung oder der Machtsteigerung mit dem Risiko reduzierter Sicherheit. Und das überlegt man sich als Politiker, nicht? Also 1740 überlegt sich der große König, der damals noch der kleine Fritz ist, ob er sich auf Schlesien einlassen soll, Schlesien zu Preußen holt. Das könnte schon gefährlich werden. Das erhöht das Risiko, aber er geht davon aus, dass er das erfolgreich macht. Und weil er ein heroischer Typ ist, sagt er, er verlasse Berlin für ein Rendezvous mit dem Ruhm. Das ist eine große Äußerung gewesen. Es heißt also, Risiko und Sicherheit standen unter diesen Bedingungen in einer Reziprozitätsbeziehung. Das waren relativ einfache Gleichungen, die tendenziell von jedermann, so er denn nur Verstand hatte, nachvollziehbar waren. Man hatte es mit tendenziell symmetrischen Akteuren zu tun. Wenn man sich klein machte, seine Grenzen befestigte und nicht darüber hinaus expandierte, dann war man in der glücklichen Situation der Schweiz. Jedenfalls seit Marignano, da haben sie furchtbar die Schweizer eins auf die Nase bekommen, aber danach haben sie keine Kriege offensiv nach außen mehr geführt. Und man kann sagen, wenn man das so durchrechnet, ist die Schweiz in den letzten 500 Jahren damit eigentlich recht gut gefahren. Unter diesen Rahmenbedingungen nun bildete sich eine jahrhundertelange Kultur militärischen Denkens und auch militärischer Strategien aus, die ich hier jetzt in ihren einzelnen Stationen gar nicht darstellen kann und will. Sie war gruppiert um das antithetische Begriffspaar von Offensive und Defensive, die noch einmal nach den Ebenen von Strategie und Taktik unterschieden werden konnten. Das alles ließ sich unter die Direktionsgewalt der Politik bringen und die Zusammenfassung dessen ist Clausewitz' Kriegstheorie auf der einen, aber auch Kants Friedensschrift auf der anderen Seite. Bei Kant nämlich der Gedanke, dass wenn man die politischen Verhältnisse so modelliert, dass alle ein Interesse daran haben und davon gewinnen und profitieren, dass kein Krieg sei, dass dann der ewige Frieden zumindest möglich ist. Was uns Kontinentaleuropäern dabei aber lange verborgen blieb, war die funktionale Verkettung dieser Art von Sicherheitsgenerierung und Risikokontrolle mit der Territorialität der politischen Ordnung. Die Territorialität politischer Ordnung ist aber keineswegs zwingend und oft nicht selbstverständlich. Die Verbindung des Politischen, wenn ich mal sage, das Politische, ist also irgendwie die Kompetenz zum Treffen kollektiv verbindlicher Entscheidungen. Die Verbindung des Politischen mit dem Territorialstaat ist ein Ergebnis des 15. bis 17. Jahrhunderts und hat so in dieser Weise wesentlich nur in Europa stattgefunden. Beispiele dafür. Also vielleicht ist Ihnen die Zerschlagung des Templerordens durch den französischen König noch erinnerlich. Der Templerorden, könnte man sagen, ist so etwas wie eine frühe NGO, nicht Regierungsorganisation, möglicherweise sogar eine bewaffnete NGO. Also so eine Vorgängerorganisation, um mal etwas auf die Spitze zu treiben, von Al-Qaida. Nicht? Sozusagen Netzwerkstrukturen über Europa liegt, hier ist eine Komtur, da ist etwas. Sie sammeln Geld, unabhängig davon, wer der Landesherr ist. Sie bilden Schätze, sie haben eine militärische Organisation, aber sie sind nicht territorial, außer vielleicht ein bisschen in Jerusalem, nicht? Oder auf Rhodos oder später von mir aus auch noch auf Malta, oder waren sie schon nicht mehr. Also sozusagen dieser Templerorden, ein Gebilde, das nicht wesentlich das Politische und die Loyalität, die sich damit verbindet, territorialisiert hat, sondern die entterritorialisiert über diesen Ordnungen lagert. Das hat Philipp dem Schönen in Frankreich überhaupt nicht gefallen. Und also hat er diesen Orden mit harter Hand zerschlagen, vermutlich mit falschen Anschuldigungen gearbeitet, die letzten Templerritter foltern lassen, um aus ihnen auch noch ihre Schätze herauszupressen. Und eine Ordnung des Territorialen in Frankreich bedingungslos durchzusetzen. Keine Loyalität außer der zum König. Dafür gibt es eine Reihe von Beispielen, die Templer, weil die ja auch sozusagen in der Populärliteratur bis auf den heutigen Tag so ein
bisschen sexy sind, nicht? Und möchte gerne herausbekommen, wo ihre Schätze geblieben wären, habe ich jetzt als Beispiel genommen, aber ich hätte natürlich auch andere Beispiele nehmen können. Das heißt, unsere eigene europäische Geschichte ist dadurch gekennzeichnet, dass solche Netzwerkorganisationen, die Hanse als ein Verbund von Kaufleuten oder von Städten, war ein ähnliches System, nicht? Das keine klaren territorialen Grenzen ausgebildet hat, sondern Verbindlichkeiten ganz anderer Art, dass die zurückgedrängt worden sind. Und spätestens ab dem 15. Jahrhundert setzt sich zunehmend der Territorialstaat durch, der über Grenzen definiert, wem die Loyalität gehört. Und wenn einer meint, er müsse eine andere Loyalität haben als die zum Herrn des Landes, dann hat der Territorialstaat auch eine klare Antwort darauf. Und die heißt, du bist ein Hochverräter und du gehst unters Schwert. Mit dieser spezifischen Durchsetzung einer politischen Ordnung, die ich die Territorialisierung des Politischen nennen möchte, verbindet sich auch die Entstehung einer spezifischen Normwelt. Der Vorgriff, den ich mir eben erlaubt habe, sagen, du bist ein Hochverräter, ist ja die normative Umsetzung dessen, dass derjenige, der auf diesem Gebiet sich bewegt und der diesem Gebiet zuzurechnen hat, eine spezifische Form von bedingungslosem Gehorsam gegenüber dem territorialen Landesherrn aufzubringen hat. Das Problem ist, dass es diese Ordnung der Territorialität des Politischen heute nicht so nicht mehr gibt. Aus einer Reihe von Gründen. Ich vorhin sagte Hanse nicht, dann ist klar, es hat inzwischen eine ökonomische Globalisierung gegeben, bei dem Loyalitäten, die Pflichtsteuern zu zahlen, also was weiß ich, die Zumwinkels alle aus aller Herren Länder, wobei das diffundiert und sich anders organisiert. Oder man könnte sagen, die Fülle der NGOs, damit sind politische Einflussagenten ohne Bindung an politisches Gebiet aufgekommen. Greenpeace etwa, nicht? Greenpeace hat in der Prince-Spa-Affäre relativ große politische Macht in Verbindung mit den Medien ausgeübt. Aber es war im Prinzip kein Akteur, der wie ein anderer Territorialstaat unter Druck zu setzen war. Lange Zeit haben wir selber dies begrüßt und gut gefunden, dass diese Stupidität der territorialstaatlichen Grenzregime überschritten worden ist. Nicht, warum soll eigentlich die Menschenrechte hier enden und nicht jenseits dieses Gebiets auch gelten? Also haben wir uns durchaus mit entschlossen zu postulieren, dass sie universal zu gelten haben und damit Normen aufgestellt, die in abgestufter Form jedenfalls Grenzen überschritten haben und globale Geltung haben. Das heißt, hier hat ein politisch-kultureller Wandel stattgefunden, sicherlich auf der Grundlage ökonomischer Dynamiken, der die klassische Ordnung der Territorialität des Politischen erodiert hat. Und der damit auch dazu geführt hat, dass die Form des Grenzregimes ihre Bedeutung verloren hat. Gut, die Festungen sind schon lange abgebaut, aber inzwischen sind ja auch die Zollkontrollen abgebaut. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich in einer anderen Welt. Zweitens. Aber diese strikte Territorialisierung der politischen Ordnung und der ihr verbundenen Sicherheitsregime war eben immer schon die Sicht der, nicht dass man mit Karl Schmitt so sagen darf, Landtreter, die sich die Seeschäumer, also die großen Seemächte, so nie zu eigen gemacht haben. Sie kannten, großen Seemächte, diese Art sicherheitsverbürgender Grenzregime nicht und waren auch sehr viel weniger auf die Dominanz von Sicherheitsvorstellungen fixiert als die Landmächte. Für sie, nehmen wir einfach nur jetzt mal Großbritannien als Beispiel für eine große Seemacht, war Risiko aufs Engste verbunden mit Chance und Gewinn. Und insofern setzten die nicht prinzipiell auf Risikominimierung im Sinne der Gleichung, die ich vorhin erwähnt habe, sondern eher auf Risikokontrolle. Eigentlich soll man Risiko gar nicht zum Verschwinden bringen, denn
Nur wer Risiken eingeht, kann auch gewinnen. Gott ja, das weiß jeder Lottospieler. Maritime Ordnungen jedenfalls sind großräumig und offen. Statt Grenzen im territorialen Sinne dominieren in ihnen Verbindungslinien, die unter allen Umständen offen gehalten werden müssen, um die Lebensfähigkeit des Seereichs zu schützen. Das war für die angesprochenen Briten die Verbindung London, Gibraltar, Malta von mir aus, Suezkanal, Aden, Indien. Daran hing die Lebensfähigkeit des britischen Empire. Nicht an irgendwelchen Grenzen, die da, was weiß ich, am Hindukusch oder so, wo die Briten ja auch schon im 19. Jahrhundert waren, zu verteidigen waren. Hier entwickelte sich also eine gänzlich andere Kultur des Umgangs mit Sicherheit und Risiko und darauf aufruhend auch eine ganz andere Art strategischen Denkens. Die militärischen Strategien sind hier nicht auf die Sicherung oder Erweiterung territorialer Grenzen fixiert, sondern es geht um die Kontrolle gewaltiger Räume, die nie permanent, sondern immer nur periodisch möglich ist. Das ist klar, nicht? Wenn man sich den Atlantik vor Augen führt, dann kann man den nicht in der Weise kontrollieren, wie man stabile Grenzen mit, was weiß ich, Mauern und Wällen und Festungen und so weiter. Und dabei hat die technologische Entwicklung eine ganz entscheidende Rolle gespielt, viel entscheidender als bei der Form der Entwicklung strategischen Denkens und seines Equipments zu Lande. Da sicherlich auch, aber weil auf der See, auf dem Meer schon sehr viel früher Großgerät, also Karavellen und Koggen und was auch immer ab dem 14., 15. Jahrhundert entwickelt worden ist, bis hin natürlich zu den Flugzeugträgern oder Atom-U-Booten, Großgerät zur Anwendung kam, griff hier die technologische Überlegenheit ganz anders. Und hier ist auch klar, dass Industriemächte, die also in der Lage sind, Industriestaaten, die in der Lage sind, diese Großtechnologie zu produzieren und hervorzubringen, erstens, weil sie den Reichtum dafür haben, zweitens, weil sie das Know-how dafür haben, die einzigen sind, die überhaupt hier mitspielen können. Und andere sind überhaupt nicht dabei. Das heißt also sozusagen, dass irgendwie Partisanen sich hier bilden, die mit Flinten aus dem Hinterhalt im Wald und derlei mehr, das war nicht möglich. Und wer zur See partisanisch kämpfen wollte, musste selber eine Industriemacht mit hohen technologischen Standards sein. Das waren die Deutschen mit ihrer Entwicklung der U-Boot-Waffe, nicht? Aus der partisanischen Form. Aber das geht natürlich nicht nur mit gutem Willen und der Absicht, also jetzt fallen wir denen mal in den Rücken, sondern da muss man eigentlich eine überlegene Technologie haben, um in der Lage zu sein, wenn die Jahre 1914, 1915 folgende vor Augen führen, aus dem Untergrund und der Tiefe des Meeres zu attackieren. Das heißt, hier spielt die technologische Entwicklung sehr viel stärker und dynamischer herein als auf dem Land. Und hier beruht sie vor allen Dingen auch auf der Fähigkeit der Beschleunigung, nicht? Wenn ich den Ozean nur als einen virtuellen Raum kontrollieren kann, dann kommt es darauf an, dass die Fähigkeiten der Kontrolle, die ich darauf disloziere, dass ich die möglichst schnell bewegen kann. Und je schneller ich sie bewegen kann, desto mehr bin ich überlegen. Also das ist sozusagen der Sieg der portugiesischen Karavellen über die arabischen Dschunken im 16. Jahrhundert bei der Eroberung des Indischen Ozeans hat etwas mit überlegener Technologie und sicherlich auch mit nautischen Fähigkeiten zu tun. Hier entwickelt sich also erstmals in dieser Dramatik asymmetrische Überlegenheit. Nicht? Also schon als Christoph Kolumbus Indien gesucht hat und Amerika gefunden hat, da traf er auf Völker, bei denen auf dem Wasser seine Überlegenheit unendlich viel höher war, als wenn er auf Land gegangen ist. Auf Land hat er zwar auch seine Flinten und Feuerwaffen und vielleicht auch die für die Indios erstaunlichen Pferde dabei gehabt, aber zur See war er unverwundbar. Was heißt, Asymmetrie entwickelt sich vor allen Dingen im maritimen Bereich, sicherlich auch im
territorialen, aber nie in vergleichbarem Maße. Es gibt auf der See eigentlich aus der Sicht der großen Seemächte keinen symmetrisch reziproken Gegenüber, sondern nur Störer des friedlichen Welthandels, Piraten und andere, gegen die man die gute, die richtige und die friedliche Ordnung durchsetzen muss. Dementsprechend entstand hier zur See auch eine ganz eigene Normenwelt, deren einzig verbindlicher Interpret die Seemächte selber waren. Sie entfalteten auch eine eigene strategische Kultur. Das haben die Deutschen nie wirklich verstanden, nicht? Als sie sozusagen die Hochseeflotte gebaut haben, um mit der dann ja die wohl größte Seeschlacht der Geschichte zu schlagen, nämlich die am 31. Mai 1916 im Skagerrak, da haben sie das im Prinzip gedacht, tendenziell wie eine Form von Landkriegführung, nämlich indem Geschützsysteme beider Seiten möglichst nahe aneinander oder effektiv aufeinander schießen und möglichst viel von der Gegenseite versenken. Und nach dieser Rechnung hat ja auch die kaiserliche Hochseeflotte die Skagerrak-Schlacht gewonnen, denn sie hat sehr viel mehr Tonnage der Briten versenkt, als sie selber verloren hat. Aber strategisch hat sie überhaupt nichts gewonnen, denn am nächsten Tag musste sie sich wieder in ihre Häfen zurückziehen und die Fernblockade der Royal Navy wurde aufrechterhalten. Das heißt, ganz offenbar haben hier Landtreter sich mit Seeschäumern gemessen und geglaubt, sie könnten nach den strategischen Devisen oder der strategischen Kultur des Landes mit der See fertig werden. Das ließe sich nun breit ausfalten, dann könnte man auch zeigen, wie sozusagen der Gegensatz von Rom und Karthago ähnlich war, wobei im Falle Roms die alte Landmacht es schafft, gewissermaßen maritim zu denken. Ich könnte auch zeigen, wie sozusagen die Spanier ebenfalls eigentlich nicht wirkliche Seeschäumer sind, sondern dass erst die im Nordosten gelegenen, also die Niederländer und dann die Briten werden, die Eigentümlichkeit des maritimen Raums und seine Ordnung erfassen, während die Spanier mit dem Prinzip der großen Geleitzüge, mit denen sie das Silber aus der neuen Welt nach Europa schaffen, eigentlich so etwas wie Brücken zu bauen versuchen. Aber all das würde jetzt zu weit führen und die zeitlichen Rahmen sprengen und deswegen komme ich zu meinem dritten Punkt. Mit der Erschließung des Luftraums für militärische Strategien und schließlich der sicherheitspolitischen Relevanz des Weltraums hat endgültig die Maritime über die territoriale Ordnung dominiert. Nicht? Denn Luftraum und Weltraum erst recht sind indifferent gegenüber in die Territorialität eingegrabenen Grenzziehungen. Selbst bei den Systemen der Luftsicherung erfolgt die Übernahme ja nicht punktgenau an der Grenze, sondern sehr viel großräumiger. Damit hat aber auch die Asymmetrie der technologischen Überlegenheit gegenüber dem symmetrisch reziproken Ethos der Ritterlichkeit sich durchgesetzt. Das war am Anfang, während des Ersten Weltkrieges, noch ein bisschen undeutlich, weil das ja eigentlich kein Krieg der Bomber war, sondern eher nur ein Krieg der Jagdflieger, die sich gewissermaßen am Himmel als letzte Ritter getummelt haben. Aber schon bald danach, in den kolonialen Auseinandersetzungen im Übrigen, hat sich gezeigt, was man mit der Luftwaffe machen kann, vor allen Dingen dann, wenn man die Gaswaffe damit kombiniert. Also Mussolini in Äthiopien, aber teilweise auch schon vorher im Libyenkrieg oder aber systematische britische Bombardements im Irak und so weiter. Mit dieser Veränderung, wenn Sie so wollen, des Politischen und der an das Politische herangetragenen Sicherheitserwartungen hat sich in den 80er Jahren nicht so sehr, wenn man sagen kann, dass der Gegensatz der großen Regime, also der NATO und des Warschauer Pakts, so etwas wie ein Aufhalter gewesen ist, weil er die Welt gewissermaßen an die Territorialität noch einmal gefesselt hat, jedenfalls unsere Aufmerksamkeit. Aber danach hat sich sehr schnell die Vorstellung durchgesetzt, dass sich die teure Sicherheitsgenerierung, nicht, das kostet ja immer ungeheuer viel Geld,
aus der Fläche zurückziehen und auf die Austauschverbindungen der wirtschaftlich dominanten Räume konzentrieren könne und solle. Nicht, wenn Sie Literatur, soziologische Literatur und politiktheoretische Literatur der 90er Jahre durchgehen, dann finden Sie das zuhauf, das, was weiß ich, die Verbindung von New York und Paris, München, Mailand, nicht, also diesen wirtschaftlich dynamischen Räumen, wichtig sei, aber reden wir doch nicht mehr über Mecklenburg-Vorpommern oder so etwas, nicht? Also sozusagen, und schon gar nicht über Afghanistan oder Somalia oder so etwas, sondern man beschränkte sich eigentlich in der Wahrnehmung darauf und die Prognosen, die etwa von Saskia Sassen und anderen formuliert worden sind, liefen darauf hinaus, dass sich eigentlich das Geschehen aus der Fläche zurückzieht und es darauf ankommt, die Internetverbindungen zwischen diesen wirtschaftlich dynamischen Zentren aufrechtzuerhalten und die abzusichern gegen alle Formen von Angriffen. Man war geneigt, wirtschaftlich unattraktive und geostrategisch bedeutsame Räume, ich könnte auch sagen geoökonomisch unbedeutsame Räume, also was weiß ich, all die Räume, in denen keine Bodenschätze sind, sich selbst zu überlassen. Der schnelle Rückzug aus Somalia, nicht nach den Schwierigkeiten, die die Amis bei dem Fangen von General Aidid gehabt hatten. Sie erinnern vielleicht Black Hawk Down als Film dazu. Der schnelle Rückzug war ein Indikator dafür. Warum sollte man in die Stabilität von Regimen investieren, die nur kosteten und eigentlich nichts einbrachten? Der Nahe Osten ist was anderes, der bringt was ein, nicht? Vielleicht stabile Preise, aber guter Gott, Somalia, nicht? Oder Afghanistan. Aber dann kamen schon vor dem 11.9., aber mit dem 11.9. gewissermaßen nachhaltig die Terroranschläge von Gruppen dazwischen, die sich in die ordnungspolitisch aufgegebenen Räumen zurückgezogen und dort angesiedelt hatten. Die Folge war ein wachsendes Erfordernis, sich wieder genau dieser Räume anzunehmen, die man im Rahmen einer neuen Weltordnungspolitik, also der Sicherung der Verbindungslinien zwischen den großen aktiven Zentren, gerade aufgegeben hatte. Die wichtigsten Beispiele dafür sind bis heute Afghanistan und Somalia. Nach Afghanistan musste der Westen selbst hinein. Bei Somalia verbleibt man auf See und hat auf die Äthiopier gesetzt, deren Projekt aber wenig erfolgreich verlaufen ist. Jedenfalls, wenn man es an den Maßstäben des Nation Building misst, ist es nicht erfolgreicher als das Engagement des Westens in Afghanistan. Die Präsenz westlicher Bodentruppen und Aufbauhelfer im Land, geht ja gar nicht mal nur ums Militär, also in diesem Falle in Afghanistan, bietet nun dem anti-westlichen Widerstand die Möglichkeit, seinerseits die Vorteile asymmetrische Konstellationen für sich in Anspruch zu nehmen. Solange der Westen gewissermaßen auf der See blieb oder in der Luft oder gar im Weltraum, war er für solche Akteure überhaupt nicht erreichbar. Okay, vielleicht mit Stinger-Raketen, die man ihnen früher geliefert hatte und so etwas, und wenn man niedrig flog, aber im Prinzip unerreichbar. In dem Maße aber, in dem man in das Land hinein musste, um die Effekte zu erzielen, kippte die Asymmetrie. Und das, was vorher gewissermaßen den technologisch überlegenen, zugegebenermaßen in der Regel postheroischen Gesellschaften, zugute kam, nämlich das Ausspielen ihrer Kombination von Kapitalmobilisierungsfähigkeit, sprich solche Systeme bauen, und technischem Know-how und organisatorischer Kompetenz, schlug nunmehr ins Gegenteil um. Also, hier war man plötzlich mit einer Asymmetrie aus Schwäche konfrontiert. Wo hatte man Asymmetrie der Stärke? Nicht? Flugzeugträger, schnelle Systeme in der Luft, von mir aus sogar unbemannte Kampfdrohnen. Hey, was wollten die eigentlich? Jetzt also kommt plötzlich Asymmetrie der Schwäche ins Spiel. Partisanische Kampfweise, terroristische Anschläge und so weiter. Vor allem können wir hier beobachten eine Asymmetrie der Zeit und der Kosten. Gegen die Fähigkeit zur Beschleunigung setzen diese asymmetrisch Unterlegenen die systematische Entschleunigung und sie verwandeln Zeit in einen Kostenfaktor. Ich glaube, das ist sozusagen der strategische Clou
überhaupt ihres Ansatzes, der die Interventen mit der Zeit zermürbt. Nicht? Man kommt nicht voran. Die Jahre vergehen und es kostet und kostet und kostet. Und eigentlich, naja, dann ist die Frage dann immer wieder der Politik, was habt ihr eigentlich jetzt in Afghanistan erreicht? Wenig. Gut, dann sollten wir uns doch vielleicht zurückziehen. Oder wenn man es anders formuliert, die Zeitvorstellungen unserer Kultur sind so grundlegend andere als die der afghanischen Zivilisation, dass daraus für uns gravierende strategische Nachteile erwachsen. Ja, für uns, nicht für die. Nochmal anders formuliert. Die Gegenseite auferlegt uns einen Zwang zum langen Atmen, den wir eigentlich nicht haben. Die einzigen, die das gehabt haben, kann man sagen, waren die Briten in Nordirland. Sozusagen sich nicht zermürben lassen durch noch so viele Rückschläge und derlei mehr. Aber Nordirland ist für die Briten natürlich was ganz anderes als für uns Afghanistan. Viertens. Neben die zeitliche Überforderung, also das, was ich die Verwandlung von Zeit in einen Kostenfaktor eben genannt habe, tritt die moralische Erschöpfung. Da es bei der Bekämpfung eines asymmetrisch agierenden Gegners zwangsläufig zu hohen, wie man das nennt, Kollateralschäden kommt, also zu Verlusten unter der Zivilbevölkerung, und zwar umso mehr, je mehr wir uns auf unsere asymmetrisch überlegenen Systeme verlassen, muss die westliche Öffentlichkeit immer wieder mit Nachrichten über den Tod sogenannter unschuldiger Zivilisten, etwa Hochzeitsgesellschaften, rechnen. Ob das wirklich unschuldige Zivilisten sind, ist unter den Bedingungen eines partisanisch agierenden Gegners nicht immer eindeutig feststellbar, weil die ja keine Uniform tragen und derlei mehr. Und relativ leicht ist gewissermaßen ein unschuldiger Knabe derjenige, der vielleicht wenige Minuten später ein Selbstmordattentäter geworden wäre. Also das ist ein bisschen schwierig, aber man kann das nicht bestreiten, dass es doch erkennbar auch Hochzeitsgesellschaften gegeben hat, die von der amerikanischen Luftwaffe bombardiert worden sind. Das ist nun mal so, ja, unter diesen Umständen. Dieses Risiko wächst in dem Maße, wie die westlichen Truppen mit Blick auf ihre eigene Sicherheit auf Luftangriffe setzen, also die für sie spezifische Form ihrer Überlegenheit ins Spiel bringen und sie voll ausschöpfen können. Je mehr sie dagegen darauf verzichten und sich im Land bewegen, und versuchen, durch Nahkontakt Vertrauen zu generieren, desto höher wird für sie das Risiko von Anschlägen. Nicht? Also eine Luftwaffenbasis kann man vermutlich ganz gut bewachen und auch so absichern, dass die schwer angreifbar ist. Aber wenn man sich durchs Land bewegt, wächst das Risiko, in irgendeine Mine zu geraten oder eine Sprengfalle. Eine auf das Vertrauen der Bevölkerung setzende Strategie nach der Formel von Feldmarschall Gerald Templer, also dieses Winning Hearts and Minds, auf den geht dieser Begriff zurück, die setzt auf die Bereitschaft und die Fähigkeit, nennenswerte Opfer über einen längeren Zeitraum zu erbringen. Dazu sind postheroische Gesellschaften, wenn sie nicht existenziell bedroht sind, aber nicht wirklich in der Lage. Sobald sich die Opfer mehren, schwindet die Bereitschaft zur Fortsetzung der Friedensmission. Jetzt kommt plötzlich wieder in Erinnerung, dass man das Projekt ja eigentlich gar nicht wegen seiner eigenen Interessen begonnen hat, sondern mit Verlaub aus humanitären Motiven, weil man die afghanischen Frauen aus der Burka befreien wollte, also wie auch immer. Und wenn das dann so teuer ist und die wollen sich nicht befreien lassen, na gut, dann tschüss. Nun könnte man sagen, gibt es Alternativen dazu? Vermutlich schon. Bloße Terrorismusbekämpfung könnte auch ganz anders angelegt werden, nämlich als ganz anders angelegt werden als die von mir skizzierte Form von Nation Building, wo man im Land ist und sich lange im Land bewegt und Sicherheit generiert und so weiter. Sie könnte auch bestehen bloß aus gelegentlichen Luftangriffen, dazu Überwachungssatelliten und Kampfdrohnen, vielleicht dazu noch ein paar als Söldner angeworbene Jagdverbände, die zuschlagen und wieder verschwinden. Also indem man dem Rat
des kleinen Korsen und großen Kaisers, also Napoleon, folgt, der unter dem Eindruck der Spanier, des spanischen Partisanenkrieges, gesagt hat, Partisanen kann man nur nach Partisanenart bekämpfen. Also indem man selber partisanisch agiert, nicht in die Fläche investiert, sondern mal hier zuschlägt, mal da zuschlägt und im Prinzip daran interessiert ist, nicht zu viel zu investieren, um dann auch nicht zu viel zu verlieren. Das heißt also, dann würde man nicht in die Stabilisierung der Region, sondern nur in die Zerschlagung von Ausbildungslagern und Befehlszentralen der Gegenseite hineingehen. Dieses Konzept ist ganz zweifellos kostengünstiger als Nation Building, es fordert geringere eigene Opfer, ist aber mit dem normativen Selbstverständnis, und das will ich sozusagen fettgedruckt sagen, mit dem normativen Selbstverständnis unserer Gesellschaften nicht wirklich vereinbar. Allenfalls ist es ein Aushilfsmittel in Notfallsituationen. Es kann nicht als langfristige Strategie der Kontrolle eines geostrategischen Klassi oder wie man immer das bezeichnen möchte, akzeptiert werden, dass man sagt, okay, Afghanistan, Somalia, alle diese Gebiete, die überwachen wir aus der Luft. Und wenn wir feststellen, dass sich da wieder irgendwas verdichtet hat, was vielleicht Al-Qaida, Taliban oder was auch immer heißt, dann hauen wir aber kräftig drauf und zerschlagen das. Und dann sind die wieder damit beschäftigt, ihre Wunden zu lecken. Und dann haben wir wieder Ruhe und dann sehen wir es wieder und dann schlagen wir wieder zu. Nicht? Das ist sozusagen für uns letzten Endes inakzeptabel. Das mag in früheren Zeiten mit anderen Kulturen, sagen wir mal für die Hunnen oder die Mongolen, anders gewesen sein. Die konnten sowas. Aber schon die Briten hatten am Ende des 18. und während des 19. Jahrhunderts damit Schwierigkeiten. Es führt dazu, dass es zu einem inneren Widerspruch in den eigenen Gesellschaften kommt, gar zum politischen Widerstand, zur Spaltung der Gesellschaft und zur Auseinandersetzung über diese Frage. Ein Beispiel dafür ist der Algerienkrieg in den 50er Jahren. Die französischen Fallschirmjäger haben ja im Prinzip die Schlacht um Algier gewonnen. Technisch betrachtet, nicht? In den Kellern so lange gefoltert, bis sie die Informationen hatten, die sie brauchten. Aber sie haben ihn politisch verloren, weil die französische Gesellschaft ab den späten 50er Jahren nicht mehr bereit gewesen ist, die moralischen Kosten dieses Engagements zu tragen und darüber eine Spaltung der französischen Gesellschaft entstanden ist, die, naja, die Vierte Republik beendet und den General de Gaulle auf die Bühne zurückgerufen hat. Fünftens und letztens, genau. Bleibt als offensive Variante der Terrorismusbekämpfung also nur das Stabilisierungskonzept des Nation Building. Echt? Wenn wir sozusagen diese Form imperialer Vorfeldorganisation uns nicht leisten können. Dessen Anforderungen aber sind viel umfassender und komplexer, als dies die Reconstruction Teams im Norden Afghanistan angehen und angehen können. Nation Building heißt, hat sozusagen drei Minimalbedingungen. Erstens die Entwicklung einer regulären Friedensökonomie. Zweitens, regelmäßige Steuereinnahmen der Zentralregierung zwecks Finanzierung ihres Verwaltungs- und Erzwingungsstabes. Und drittens, eine leidlich korruptionsresistente Elite und ihre nachgeordneten Apparate. Das ist ziemlich viel auf einmal, nicht? Reguläre Friedensökonomie, also eine Ökonomie, die nicht im Halbschatten der Globalisierung und ihrer dunklen Kanäle steht, heißt mit Mohnanbau, das geht nicht. Zweitens, diese Friedensökonomie als Voraussetzung dafür, dass eine regelmäßige Steuer abgeschöpft werden kann, mit der die Zentralregierung dann ihre Apparaturen, nicht die technischen, sondern ihre Leute bezahlt. Von der Finanzverwaltung, in Deutschland würde man sagen, sozusagen vom Katasteramt, bis hin zum Polizei, Militär und von mir aus auch Geheimdienst. Und dann natürlich auch eine leidlich korruptionsresistente Elite. Also sie müssen sie so gut bezahlen, dass die, wenn die sich schmieren lassen, mehr verlieren, als sie bekommen könnten, mit einmal wegschauen, wenn eine ganze Wagenladung, das heißt Wagenladung, Eisenbahnwagenladung mit Rauschgift an ihnen vorbeifährt. Die Frage also ist, wo man ansetzt.
Somalia uns vor Augen führen oder Afghanistan, bleibt sich's gleich. Alle diese drei Voraussetzungen fehlen. Im Falle Afghanistans kann man sagen, hat man mit der Installierung einer außenfinanzierten Elite begonnen, die den Prozess zur Herstellung der anderen Faktoren in Gang setzen sollte. Nicht? Man hat sozusagen Karzai und andere installiert, ausgestattet. Man hat versucht zu finanzieren den Aufbau eines Sicherheitsapparats, der aus dem eigenen Land in den eigenen Steuern überhaupt nicht finanzierbar war, sondern durch Zuwendungen von außen, um sozusagen Zeit zu kaufen zum Zwecke dessen, dass die beiden anderen Faktoren, nämlich einigermaßen korruptionsresistente Erfüllungsstäbe auf der einen Seite und auf der anderen Seite Friedensökonomie in Gang gesetzt werden. Das ist aber, wie wir wissen, nicht erfüllt. Nicht? Also jedenfalls in der Friedensökonomie ist man keinen Schritt weiter gekommen. Und was man über die Korruptionsresistenz der afghanischen Elite und ihrer Erfüllungsstäbe weiß, ist nicht besonders vertrauenserweckend. Das heißt, die gekaufte Zeit ist im Prinzip verstrichen ohne das, was passiert ist. Es scheint mir, ein griffiges Alternativkonzept ist vorläufig nicht in Sicht. Sie wissen ja auch, dass auch die Deutschen, vor allen Dingen die Deutschen, einen großen Bogen gemacht haben um die Frage des Angehens der Ökonomie. Nicht? Also die Frage, wie halten wir es eigentlich mit der Mohnproduktion? Aber sozusagen, das ist Voodoo, nicht? Politisches Voodoo, zu glauben, wenn man irgendwie in Kabul und Umgebung das Ganze in Ordnung bringt, dann wird sich das auch ökonomisch ändern. Da muss man schon etwas hineintun. Es gibt aber eine Alternative der Terrorismusbekämpfung, das ist mein letzter ganz kurzer Punkt, nämlich die Defensive in der Form stoischer, in der Regel sage ich heroischer Gelassenheit. Aber wenn mich einer aus der Politik zitiert, sagt er das nie, sondern sagt immer nur stoische Gelassenheit, der Bevölkerung im Falle terroristischer Anschläge im eigenen Land. Das Ganze kombiniert mit der Bekämpfung solcher Gruppen mit polizeilichen und geheimdienstlichen Mitteln im eigenen Land. Das heißt, man verzichtet darauf, den Weg zu den Wurzeln des Terrorismus zu gehen, die in Somalia liegen mögen, in Afghanistan, wo auch immer. Sozusagen, man ist nicht radikal. Sondern sagt, Radikalität können wir uns nicht leisten. Sie ist zu teuer, sie kostet uns zu viel Opfer, sie kostet uns zu viel Zeit, die wir nicht haben. Aber wir können das ausgleichen. Denn wenn sie einen Anschlag bei uns durchführen, dann werden wir die Achsel zucken und uns nicht aufregen und den nächsten Tag genauso führen, wie wir ihn geführt hätten, wenn der Anschlag nicht stattgefunden hätte. Ob dazu die deutsche Bevölkerung in der Lage ist, das ist eine empirische Frage. Das, was sich damit entwickelt, ist sozusagen eine strategische Disposition, die versucht, den Gedanken der Defensive stark zu machen gegen die offenbar doch deutliche Selbstüberforderung offensiver Konzepte. Also Sie wissen nicht, eine wunderschöne Gegenüberstellung bei Clausewitz, Offensive ist die schwächere Form mit dem stärkeren Zweck. Man greift mehr ein in die Welt, aber man muss mehr Mittel aufbringen, weil die Form die schwächere ist. Defensive dagegen die stärkere Form mit dem schwächeren Zweck. Die Dinge bleiben cum grano salis so, wie sie sind. Die Welt bleibt schlecht und Terroristen gibt's auch. Aber wir haben eine Form gewählt, in der wir nicht so viel aufwenden müssen, um uns behaupten zu können. Allerdings eines muss man haben, nämlich genau diese, sei es doch, heroische Gelassenheit. Wenn's knallt, dann zu grinsen, um auf diese Weise den im Prinzip schwachen Akteuren die Zähne zu ziehen. Denn wenn wir uns nicht aufregen und nicht in Panik geraten, dann stellt sich sehr schnell heraus, wie schwach sie sind. Außer sie haben Massenvernichtungswaffen. Das ist was anderes. Aber das ist ein schwieriges Thema. Vielen Dank.